Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zu Anno 1404. Ja, wir haben angefangen zu siedeln. Ein paar Betriebe sind hier schon installiert worden, die hier erstmal abgeholt werden müssen. Also das Holz muss hier abgeholt werden. Ich würde auch sagen, wir könnten eigentlich mal hier noch einen Weg hin runterbauen. Also hier in diesem, von diesem. Ups. Von diesem Betrieb hier unten, von diesem Sägewerk hier hoch, damit das ein bisschen mithelfen kann. Eigentlich hätten wir auch hier unten dieses Sägewerk hier mal noch irgendwie da noch welche hinsetzen können, weil wir haben ja hier doch auch jetzt ein so ein Markthaus, das hier einfach nur dumm rumsteht. Noch, aber da werden wir mit Sicherheit bald auch Sachen anbauen können hier in diesem Gebiet. So, und wir haben schon den Marktplatz gebaut und auch schon mal so ein bisschen unseren groben Plan überlegt. Was ist der Plan? Wir wollen jetzt erstmal hier außerhalb, also hier und hier unten, Häuser bauen, genauso auch dort und dort. Und hier in diesem Bereich erstmal freilassen, falls wir irgendwann mal Marktplätze hier oben so lang bauen. Und dann soll in diesem Bereich hier zwischen diese Straßen, sollen dann eben irgendwelche Kirchen rein oder die ganzen anderen Gebäude, die es hier irgendwie, also die Kapelle zum Beispiel, die es hier irgendwann mal geben wird und so. Und das werden wir dann irgendwann auch mal machen. Die So, Bevölkerung aber. eines Konkurrenten ist zur nächsten Okay, Zivilisationsstufe das ist jetzt ein bisschen peinlich. Die sind schon nächste Zivilisationsstufe, wir nicht. Naja, also dann werden wir jetzt mal uns ein bisschen ranhalten und werden hier mal ein paar Häuser bauen. Das ist jetzt echt peinlich, oder? So, ich würde auch fast sagen, wir können da, glaube ich, noch mal. Okay, das, was ihr gerade im Hintergrund gehört habt, ist von draußen. Ich muss leider wieder mal ein bisschen mein Fenster auflassen. Weil sonst verrecke ich hier drin so ziemlich. Also ich werde auch hier wieder Häuser runterziehen. Nochmal. Und auch hier werden wir auch nochmal welche bauen. Ein paar Häuser. Also jetzt haben wir schon mal 16 Häuser. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Start. Wir können ja mal kurz bei der KI spickeln. Oh, die haben schon deutlich mehr hier gebaut. Die haben auch schon Bürger. Wir haben ja nur Bauern bisher. Naja. Aber dafür sind wir cool und die anderen nicht. Übrigens, wir haben hier unten gleich eine richtig große, unbewohnte Dingsinsel. Also das darf man auch nicht vergessen. Auf der gibt es Gewürze, Datteln, Stein, Quarz, Kohle, Riff, ein Riff, Eisen und Kupfer. Also das ist auch nicht schlecht und die ist ziemlich groß. Das wäre natürlich eigentlich perfekt für uns, die dann auch bald zu kolonialisieren. So. Also, dann haben wir das hier mal und dann würde ich sagen, können wir eigentlich hier oben auch mal noch ein bisschen was bauen, weil wie viele brauchen wir? 90 Bauern. Wie viele haben wir? Sieht man hier, glaube ich. 16 Bauern oder 52, 54, 55, Meine 56. Frau Okay. sagt, ihr müsstet heilig gesprochen werden. Oh. Mindestens. Heilig werden wir schon gesprochen. Alles glaube ich auch, wenn ich Ein sehe. Mitspieler hat neues Land erschlossen. Ah, okay. Und so viel zu dem Plan dort unten Ihre Baumöglichkeiten wurden erweitert. zu siedeln. Da sind jetzt schon unsere KI-Gegner. Naja, hätten wir uns mal ein bisschen rangehalten. Das war halt ein bisschen das Problem, gell? Dass wir ja relativ schnell, dass wir ja relativ lange gebraucht haben, meine ich, um eine vernünftige Insel zu finden. Dann werde ich hier noch zwei. Ah, machen wir so. So, und dann bauen wir jetzt hier noch die Reihe fertig und dann Ihre Ansiedlung soll es wurde einem erstmal der Status verliehen. passen. Stadtstatus, als ob. Wie Gut, es und dann scheint, sorgt ihr gut für eure Bevölkerung. sehen wir jetzt hier schon das erste Problem. Also was heißt das Problem? Also wir werden halt auf beiden Seiten vermutlich so eine Kirche errichten müssen. Ist ganz klar. Werden wir erstmal hier anfangen, aber dafür brauchen wir eh noch ein bisschen mehr Holz. Und da kommen wir zum Thema. Wir werden gleich hier unten. Ich würde sagen, wir werden das jetzt hier mal noch in diesem Bereich nochmal ein Sägewerk hier reinbauen. Und dann möchte ich gerne ein Sägewerk noch hier hinbauen. So, und dann werden wir hier die Straße ziehen und hier drüben die Straße ziehen. Und vielleicht tatsächlich auch nochmal hier so ein Sägewerk bauen. So. Aus stilistischen Gründen machen wir hier mal die Straße so. Eigentlich habe ich doch gesagt, ja, jetzt so. Okay. Gut.
Und sobald wir dann dafür genügend Holz haben, werden wir die Kapelle hier bauen. Wie gesagt, wir brauchen dann wahrscheinlich auf der Seite nochmal eine. Aber das ist ja jetzt nicht so dramatisch. Wir könnten ja, hier geht's auch nicht, weil dann gehen die da unten nicht mit rein. Also das ist ein bisschen das Problem. Ich finde, dass manchmal so ein bisschen das nicht so knapp nicht reinpasst. Wir müssen uns jetzt hier für ein Haus entscheiden. Wer darf in die Kirche? Die hier oder die hier? Oder alternativ, ja, nee, doch nicht. Also entweder das obere Haus hier, das hier oder das hier. Eins darf mit noch in die Kapelle. Er hat eine orientalische Siedlung gegründet. Mhm, cool. Wie ist denn das eigentlich, wenn wir dann irgendwann mal hier oben... Das ist gar nicht schlecht, dann brauchen wir hier nochmal eine Kirche irgendwo. Und dann haben wir nämlich diesen kompletten Siedlungsbereich und hier unten eigentlich abgedeckt mit zwei Kirchen. Das ist, glaube ich, ganz in Ordnung. Ja, und jetzt können wir uns auch hier die erste Kirche leisten. Sehr, sehr gut. Getränke, Glauben, haben sie noch das Bedürfnis nach Getränken. Ja, dieses Bedürfnis werden wir sicherlich auch bald stillen. Und ich würde gerne gleich mal hier zum Kaufmann, zum Händler mal hingehen und vielleicht mal schauen, ob wir uns da mal was abkaufen können. Ihm. So, ich überlege gerade, wollen wir jetzt gleich mal weitermachen mit einer weiteren Kapelle noch und das hier noch weiter ausbauen? Also auch hier unten. Beziehungsweise, wisst ihr was, wir machen das jetzt so, wir werden jetzt hier noch ein Haus anschließen und dort eins. Ah, das ist dann auch nochmal in der Reichweite von der Kapelle, das lassen wir dann. Aber hier werden wir mal noch ein Haus bauen. Und dieses werden wir auch noch bauen. Dann haben wir das nämlich auf dieser Seite hier schon mal ausgenutzt, komplett. Hä? Hey, seid doch eigentlich auch in dem Bereich drin. Ihr müsst da wahrscheinlich erstmal hingehen, ihr Ungläubigen. Achso. Oder liegt es daran, ach, da muss noch die Straße gebaut werden, oder? Naja. Jetzt hat es auch hier gereicht. Okay, wunderbar. Konkurrenten ist zur nächsten Zivilisationsstufe aufgestiegen. Ja, okay, der nächste hat auch schon Bürger. Wie gesagt, wir müssen uns ein bisschen ranhalten. Dorfbrunnen. Cool. Ja, aber das werden wir jetzt mal noch nicht bauen. Also, es hat noch Zeit. Oder Blumen. Ja, nee, das muss jetzt noch nicht sein. Ich also, es soll ja... regelmäßig Waren aus dem Kalten. Ich bin gern bereit, mit euch zu handeln. Es soll ja in diesem Spiel oder in diesem Let's Play vor allem so ein bisschen um diesen Feel-Good-Faktor gehen, ja? Also, das soll so ein richtiges Feel-Good-Let's Play werden. Jetzt ohne hier komplett krass gegen die KI kämpfen zu müssen oder sonst irgendwas, sondern ganz... ganz ein nettes Spiel, wo wir uns so ein bisschen uns überlegen, was denn eigentlich unsere Ziele sind. Einfach selber ein bisschen danach arbeiten und ein bisschen einfach Feel-Good-Spiel. So nach dem Alltagsstress so ein bisschen. Ich überlege gerade, was könnten wir eigentlich könnten. Sollen wir ein bisschen Holz kaufen? Nee, brauchen wir eigentlich nicht. So, jetzt brauchen wir dieses Ding hier. So heißt Getränke. Werden wir jetzt mal errichten. Würde fast vorschlagen. Wir richten jetzt mal hier so ein Ding. Achso, oh ja, jetzt fällt es mir wieder ein. Das war ja hier mit diesen Feldern. Die müssen wir jetzt selber anlegen. So ein bisschen, da konnte man das auch effizienter, ein bisschen effizienter gestalten. Das ist ja schon in Ordnung. Also jetzt, ich mache das jetzt nicht so, dass ich das jetzt irgendwie um ein so ein Kontor bauen würde und sagen muss, so muss das jetzt gemacht werden, sondern ich möchte ja schon, dass es ein bisschen nach was aussieht. Also eher so, wie die KI das hier auch macht und nicht alles hier um ein so ein Ding da rum. Das gefällt mir nicht so. Also um ein so ein Kontor oder ein so ein Handelshaus da oder wie auch immer das heißt. So, aber ein bisschen natürlich, ein bisschen Platz sparen darf es natürlich gebaut werden. Dann werden wir das hier noch bauen. Genau, und dann werden wir hier die Straße rüber bauen. Eigentlich muss man sagen, hier die Straße, eigentlich hätten wir es auch an die Straße direkt bauen können. Ups, so. Genau. Also könnten wir zum Beispiel jetzt das hier eigentlich so ein bisschen direkt hier an die Straße bauen. Würde ich sagen, ich hoffe, die vier Felder passen da jetzt auch hin. Aber im Normalfall sollte das
klappen. Ja, passt doch. Ah ja. Und dann werden wir noch zwei so Felder, glaube ich, hier drüben mal noch errichten. Ja. Eins hier. Und dann möchte ich da erstmal schauen, wo wir die Felder anlegen. Also eins hier oben, eins hier, eins. Hallo? Ach ne, das geht jetzt nicht wegen dem Berg. Eins hier. Und ich glaube, eins machen wir hier. Geht ihr mir bei dieser Sache zur Hand? Und dann bauen wir hier die Straße runter. Ups. So, und dann, weiß ich gar nicht, brauchen wir nochmal eins? Wahrscheinlich schon. Das können wir eigentlich auch direkt hier so daneben bauen. Das finde ich eigentlich ganz passend. Eins, zwei, drei. Und es wird, ah ja, gut, wir können sie auch hier so hinbauen. Genau, und dann bauen wir auch hier die Straße hin. So, und ich glaube, vier so Dinger sollten doch eigentlich erstmal reichen, oder? Geht ihr mir bei dieser Sache? Achso, welche Sache denn? Bei dieser Sache zur Hand. Vier Tonnen Holz sollen wir irgendwo hinliefern, darunter. Das können wir eigentlich gerade so machen. Also ich glaube, dafür diese Mission können wir das schon mal angehen. Ja, wo war das jetzt, die Mission? Ja, da unten, okay. Hier war es doch irgendwo, oder? Ah ne, sogar noch weiter unten. Hallo? Irgendwo hier müsste es eigentlich sein, so passt. Nachdem er zu tief in die Rumflasche geschaut hatte, ließ der Steuermann eines von Lord Northburgs Handelsschiffen auf einen Riff laufen. Zur Reparatur braucht er mittlerweile wieder ausgenüchtete dringend Materialien. Ja, passt auch. Eine Seekarte erhalten wir, 50 Ruhm. Ist doch in Ordnung für Ruhm. Können wir uns dann bei dem Kollegen dann auch ab und zu mal was Neues kaufen, soweit ich weiß, solche Sachen hier. Ich überlege gerade, wir könnten eigentlich... ja, ich weiß noch nicht, sollen wir schon mal Handelsverträge schließen? Könnte man eigentlich machen. Schauen wir mal, ob hier jemand handeln möchte. Wie sieht's aus? Ach ne, im Moment, Handel war jetzt Diplomatie, Diplomatie, Diplomatie. Hier. Okay, gehen wir mal zu ihm hin. Und schlagen ihm mal, was schlagen wir ihm vor? Das Leben nun, das ist nun wirklich nicht der richtige Zeitpunkt. Ne, will nicht. Das gehört nicht zu Gottes. Sie auch nicht. Wie es scheint, sorgt ah, und den dritten haben wir nicht entdeckt bisher. Ja, wir sorgen sehr gut für unsere Bevölkerung. Ich sehe eure Siedlung noch zu einer Metropole heranwachsen. Ah, das gefällt ihm. Wie sieht es jetzt aus mit einem Handelsvertrag? Zu Diensten sein. Nein, nein, darauf falle ich nicht herauf. Nein, nein, darauf falle ich nicht. Komm, geh doch weg. Okay, okay. So, und, oh, wir haben ja auch die ersten Bürger jetzt. Cool. Ganz verpasst gerade. So ist gar nicht schlecht. Nebenher erkunden wir da unten auch ein bisschen was. Das ist gar nicht so verkehrt. Ja, ich überlege gerade, was wollen wir jetzt eigentlich als nächstes machen? Nahrung. Haben wir keine Nahrung mehr? Doch, haben wir doch noch. Aber es gibt, glaube ich, neue Nahrung für die dann, oder? Nee, das war gerade irgendwie... Die sind nur zu doof. Ah, nee, doch, Gewürze. Klar, okay. Klar, aber die gibt es ja auf so einer schönen Tropeninsel hier. Da muss man gerade mal gucken, was können wir hier denn machen. Datteln, Indigo, Kaffee. Und irgendwas, wo wir hier Saatgut könnten wir aussehen für irgend noch eine andere Sache. Sie haben die Insel eines Mitspielers entdeckt. Quarz, Kohle, Kupfer, Gold, Eisen.
Ja, ist nicht schlecht. Hallo, was haben wir hier? Ton, Gewürze, Datteln. Ach, du bist... Komm, geh weg. Ja, das ist schon unsere Insel hier unten kolonialisiert. Ich meine, gut, das würde uns jetzt ja nicht unbedingt davon abhalten, da auch zu kolonialisieren, theoretisch zumindest. Aber trotzdem. Wir werden übrigens auch hier mal noch gleich noch eine Kirche bauen. Oder wollen wir die... Nee, wir können... Ach, hier wollten wir doch die eher bauen. Kann ich dem Kaiser über den Auftrag vermelden? Genau, bauen wir die hier hin. Ziehen dann auch hier mal kurz die Straße noch so. Und können dann auch hier gleich nochmal ein paar Häuser eigentlich errichten. Das ist schon noch in dem Gebiet, ja. Ist es. Schon hätten wir es auch gar nicht bauen können, fällt mir so auf. Das wäre erledigt. Fertig sind, meine ich. Eine Seekarte erhalten. 50 Ruhm. Das ist ganz im Sinne unseres Herrn. Die Seekarte müssen wir erstmal besitzen. Meine Sympathie für euch ist gerade noch größer geworden. Ah, okay. Damit haben wir jetzt die gesamte Welt erkundet. Mögen unsere zukünftigen Begegnungen genauso friedlich. Also, ist hier auf der Insel jemand? Na, welcher Fisch ist uns hier ins Netz gegangen? Nee, hier ist keiner. Oh, der Pirat auch, der ist da unten. Grande Venedigs und Mitglied des Rats der 10. Cool, hallo. Also das hier unten wäre eigentlich eine gute Idee, würde ich sagen. Nur Diplomaten von Rang und Namen eröffnet sich das Wissen um unsere Baukunst. Falls ihr dem Großwesir eure Aufwartung machen wollt, habe ich genau das Richtige für euch. Wobei, also wie gesagt, an die Insel war ja das Problem, dass da schon der andere unterwegs ist, genau. Ja. Ich wusste, sieht's eigentlich immer, aus, dass ihr diese Stadt zu Wohlstand führen würdet. Wie viel haben wir eigentlich auf Lager schon? Ah ne, hier wollte ich gucken. 22, gar nicht schlecht. Würde ich fast sagen, das Schiff ist jetzt auf dem Heimweg. Hier oben werden wir noch ein paar Werkzeuge einkaufen. Und seht euch in aller Ruhe um. Eigentlich kann man auch alle gleich kaufen, das passt eigentlich gut. Ja, passt. 1540 ist okay. Schon relativ teuer, aber... Passt schon. So, und dann können wir eigentlich auch hier noch Einkauf machen und mal Werkzeuge sagen und so viele wie möglich. Und mehr brauchen wir eigentlich nicht. Verkaufen können wir eigentlich auch noch nicht so wahnsinnig viel. Wie sieht es eigentlich bei dir aus, gute Frau? Achso, wir müssen ja hier rüber drauf gehen. Suchst du etwa mich? Darüber will ich erst in Ruhe nachdenken. Mein Weg ist ein anderer. Oh Mann, was ist los mit euch? Das werde ich nicht unterzeichnen. Okay. Wenn du den Tod suchst, bist du hier richtig. Sei mal nicht so streng. Was habt ihr dem Rat der 10 an? Gut. Also dann auf dem Weg hier runter wieder. Unsere Schiffe sammeln und dann werden wir vermutlich unsere Kolonie hier unten gründen. Ich finde die eigentlich ganz nett. Wir haben hier zwei Riffe. Kupfer, Eisen, Quarz, Gold, Indigo, Ton und Gewürze haben wir und noch eine Ressource, die man verändern kann oder Saatgut ausstreuen kann, however. Wobei mir fällt auf, denn wir haben da gar keine Datteln. Oh. Ist natürlich nicht so geil. Weil Datteln braucht man eigentlich schon. Wie sieht's mit der Insel hier aus? Ist da jemand drauf? Nee. Dann nehmen wir die Insel hier. Ja, weil wir brauchen ja Datteln für die Einwohner hier. Nehmen wir die als erstes mal. Passt schon. Nehmen hier mal noch Holz drauf, ordentlich. Nehmen wir einfach alles kurz mit. Genau. Die vier Werkzeuge laden wir hier ab. Wollen wir dann noch Werkzeuge hier auf das Schiff draufnehmen.
Ja, vielleicht nochmal so 5 oder so. Ein Mitspieler hat so eine orientalische Siedlung gegründet. Und dann werden wir mal hier runterfahren. Sobald wir dann das hier unten mal gegründet haben, würde ich eigentlich auch gerne mal hier oben weitermachen, beziehungsweise solange das Schiff auf dem Weg ist, können wir da uns schon mal hier oben drum kümmern. Verzeiht, aber es ist mir untersagt, Fremde in die orientalische Baukunst einzuweihen. Passt. Passt. Gut. Hanfplantagen für Webstühle und so schon mal. Ja, oder die Köhlerhütten. Ah, okay. Jetzt wäre es... Ja, doch. Ja. Es wäre eigentlich ganz sinnvoll, glaube ich, wenn wir hier mal mit Steinmetzhütten mal anfangen. Dort drüben oder hier. Gute Frage eigentlich. Ich würde sagen, wir bauen erstmal hier eine. Ich meine, übertreiben müssen wir es ja nicht, weil das so schnell wie möglich auch unsere Steinproduktion beginnt. Oder unsere Werkzeugproduktion im Endeffekt. Das ist ja auch sehr wichtig. Ja. Jetzt muss ich gerade noch durchgucken. Jetzt haben wir das hier gebaut. Dann brauchen wir noch 2, 7. Ah, geil. Okay. 12 Werkzeuge brauchen wir dafür, um das hier komplett in Gang zu bringen. Die Frage ist eh, wo haben wir Kohle? Hier und dort. Ah ja, super gut. Ihre Ansiedlung wurde ein neuer Status verliehen. Dorf. Achso, Dorf sind wir jetzt. Davor waren wir keine Stadt. Okay, ich habe mich schon im letzten Part ein bisschen gewundert gehabt, was das da war. Nichts. Fabelhaft. Dankeschön. So, und jetzt sind wir hier unten, sind wir angekommen. Das heißt, wir werden jetzt hier unten das Ding mal gründen. Die Frage ist, wo? Oder wollen wir es lieber da unten gründen? Hier. Ja. Glaube ich, eigentlich relativ Jacke wie Hose. Jetzt gucken wir mal schön, hier haben wir Quarz, da unten haben wir Quarz noch und hier oben hätten wir Kohle, haben wir hier Kupfer, 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 Eisen, Gold. Ja. Oder doch lieber hier irgendwo. Dann wären wir schneller auch an dem Gold dran, aber eigentlich spielt es nicht so groß eine Rolle. Ah, wobei doch, wir müssen ja nachher wieder diese Wasserdinger bauen. Und hier unten haben wir wenigstens ein bisschen, also hier oder hier am Wasser, an diesem Fluss, hätten wir wenigstens ein bisschen grün unser Land. Ich glaube, wir werden es hier drüben errichten, das habe ich ganz vergessen, da müssen wir auch dran denken. Feuerwache muss man vielleicht auch irgendwann mal bauen. Was haben wir denn noch für Gebäude, die jetzt hier dann gebaut werden müssen? Ja. Okay. Geheimkabinett müsste man natürlich auch mal bauen irgendwann, klar. Schenke. Oh ja, das ist auch sehr wichtig. Klar. Ja, okay. Und das sind große Statuen. Ja gut, das kann man irgendwann mal machen zur Verschönerung, aber ich glaube so, da sind wir aktuell noch nicht dabei. Beim Verschönern unserer Siedlung. Ja. Wir haben relativ viel Most, wie es aussieht. Kauft er uns das eigentlich ab hier oben? Seid mir herzlich gegrüßt. Ja, wir könnten auch einfach mal so 2 so Dinge mal dicht machen erstmal. Hier ein bisschen Geld zu sparen. Ja, und dann sehen wir uns auch schon wieder im nächsten Part wieder, liebe Leute. Das war der 2. Part unseres Anno-Let's Plays. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen und ich hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Vielen Dank und bis dahin, macht's gut. Ciao, Leute.